Hi Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das Manga-Update für den Mai. Ich weiß, der Mai ist noch nicht zu Ende, aber ich habe gedacht, besser eine Woche zu früh als dann nachher zu spät, weil nächste Woche ist ja der Japan-Tag und alles und dieses Wochenende ist die Dokumi und ja, da ich momentan eh zu Hause bin, beziehungsweise diese Woche eh zu Hause bin, weil ich auf beiden Seiten eine Sehnscheidenentzündung habe und meine Hände nicht so viel bewegen darf, weil ich sonst wieder Schmerzen darin bekomme und dann wieder alles total im Arsch ist, habe ich mir gedacht, naja, dann machst du das jetzt mal, du hast eh nichts zu tun und dir fällt eh zu Hause die Decke auf den Kopf. Und ja, dann starten wir direkt mit Egmont und da habe ich als allererstes von Ayu Watanabe I Love Decay Band 15. War wieder ein sehr, sehr schöner Manga. Allerdings finde ich, dass der teilweise ein bisschen langweilig wird. An sich ist die Story ja wirklich gut, aber es ist irgendwie so, es ist an einer Stelle irgendwie stehen geblieben. Ich weiß auch nicht, es ist so, es passiert nichts Großartiges momentan, aber vielleicht kommt da ja im nächsten Band was. Dann ein Abschlussband, Obaka-chan, A Fool for Love von Sakuri Sato, Band 7 ist das. Und ja, das war ein richtig schöner Abschlussband. Man wusste bis zum Ende nicht, für wen sie sich jetzt wirklich entscheidet. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Band gewesen. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Dann ein Band 7 auch wieder, und zwar von Natsuo Kometa, Our Miracle. Der ist immer noch, finde ich, sehr verwirrend. Also so viele Charaktere, so viele Vergangenheiten und alles durcheinander immer. Und also ich habe echt Probleme, der Story so ein bisschen zu folgen und dahinter zu kommen, wer ist jetzt was, wer ist jetzt wo, wer war jetzt wie, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse. Und es ist echt schwierig, finde ich, weil alles wirklich so gemischt ist und immer wieder jemand anderes in den Vordergrund gezogen wird. Und ja, ich bin gespannt, ob ich da irgendwann nochmal so richtig hinterkomme. Dann ein weiterer Abschlussband, und zwar der Purpurne Fächer Band 12 von Kyoko Kumagai. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Abschlussband mit auch einem kleinen Blick in die Zukunft, wie es also für die beiden dann nachher ausgeht. Und ja, ein sehr, sehr schöner Abschlussband. Ich mag das ja, wenn man so einen Zukunftsblick dann nachher noch hat, so von wegen so und so viele Jahre später. Und das finde ich immer sehr schön und ja, ich finde den Manga richtig gut. Und ein weiterer Manga von Egmont, das ist der letzte von Egmont, den ich hier habe, das ist von Ema Toriyama, Pocha Pocha Swimming Club, Band 4. Ja, was soll ich sagen? Erstens, ich mag die Paneele immer noch nicht, diese Paneelaufteilung. Und zweitens, ich finde die Story immer noch, ja, ich weiß auch nicht, schlecht einfach. Einfach schlecht, weil irgendwie, es ist keine richtige Story. Es ist so, ich weiß auch nicht. Eine Kurzgeschichte jagt die nächste und ich weiß auch nicht. Irgendwie werde ich kein Freund mit dem Manga mehr. Dann komme ich zu KZ und zwar habe ich da einmal Last Game von Shinobu Amano Band 5. Das ist der hier. Ein sehr schöner Band auch wieder. Ich finde die Story wirklich so süß. Also sie ist, also wie heißt sie? Mikoto. Mikoto ist einfach so treu doof. Das ist so niedlich. Und ja, ich finde die Story einfach nur richtig, richtig, richtig gut. Und noch einer von KZ, den ich richtig liebe, und zwar Aikos Geheimnis von Kaori, das ist Band 13. Und da passiert wieder so viel und der Manga ist einfach nur so, so toll, spannend, süß und einfach alles, was das Mädchenherz begehrt, ist da drin und ich kann ihn euch nur empfehlen. Und als letztes von KZ ist da Magi, The Labyrinth of Magic, Band 15 von Shinobu Otaka. Ja, ein spannender Band auf jeden Fall. Es gibt in alle drei Charaktere wieder Einblicke, wo sie momentan sind, was sie momentan tun. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, wie gesagt, ich mag Magi mittlerweile. Am Anfang war ich ja nicht so davon begeistert, aber mittlerweile mag ich es wirklich. Dann kommen wir zu Tokyo Pop. Und zwar haben wir da einmal einen neuen Band, und zwar Fesseln der Liebe von Yuki Shiraishi. Das ist Band 1. Und da ist auch die I Love Shoujo Card mit dabei. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr süßer erster Band. Sehr zuckerhaltig, auf jeden Fall sehr Shoujo-mäßig. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es gibt halt drei beste Freunde, Sandkastenfreunde. Einer war lange Zeit, da geht es ja wieder da. Und jetzt geht so ein bisschen der Liebeskampf um das Mädel aus der Gruppe halt los. Und das ist hier sehr, sehr süß wieder mal. Dann Romantica Clock Band 5 von Yoko Maki. Ach, einfach wieder purer Zucker. Es ist einfach ein super süßer Manga. Diese Geschwister, dieses Geschwisterpärchen ist einfach so niedlich und treudoof und ja, einfach total süß zusammen und
Auch die Story an sich ist sehr, sehr süß und sehr ja, gefühlsmäßig immer bedacht. Und ich finde den Manga wirklich toll. Dann My Magic Fridays Band 6 von Arina Tanemura. Das ist der hier. Auch ein sehr, sehr schöner Band. Ja, wir haben ja jetzt einen neuen Charakter dabei. Und zwar der ältere Cousin von, wie heißt sie jetzt noch? Von Ai, der ältere Cousin ist der jetzt dabei. Und das war ihre erste große Liebe und der funkt jetzt so ein bisschen dazwischen und das ist ganz spannend, weil die beiden, beziehungsweise Ai möchte ja auch diese Beziehung geheim halten. Und es ist auf jeden Fall sehr lustig und auch spannend, was da jetzt zwischen den beiden passiert durch den Cousin. Und als allerletztes Midnight Devil Band 4 von Hirako Miura, das ist der hier. Ein sehr, sehr spannender Band, muss ich sagen. Ich glaube, Band 3 war ja nicht so meins, wenn ich mich recht erinnere. Aber dieser Band ist wirklich gut. Ja, und der ist auch spannend. Und ich freue mich schon richtig auf den nächsten, weil ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil das Ende hier wirklich spannend war, muss ich sagen. Und ja, das war's mit meinem Monatsupdate. Ich habe, glaube ich, noch 2 oder 3 Tokyopop-Mangas, die... der Comic Planet noch nicht hatte, die noch nachgeliefert wurden, die müsste ich mir noch kaufen, aber da ich diese oder nächste Woche auch nicht dahin komme, werden die im nächsten Update dann mit drin sein. Und ja, wie gesagt, das war's mit meinem Monatsupdate. Ja, am Wochenende ist ja die Dokumi, nächstes Wochenende ist der Japan-Tag, ich werde auf beiden da sein und ja, ich hoffe, falls ihr Lust habt, kann man sich da ja mal irgendwie treffen oder so. Auf der Dokumi bin ich als eine von Ariels Schwestern unterwegs. Ich vergesse immer ihren Namen, die mit dem komischen Gestrüpp auf dem Kopf. Die mit der, ja, rosa, pink, pinken Flosse, irgendwie sowas. Auf jeden Fall werden wir da tagsüber in, ja, menschlicher Version halt rumlaufen. Und zwar in ganz normalen Tageskleidern und abends auf den Dokumi-Ball in Abendkleidern. Und auf dem Japan-Tag, eigentlich wollte ich da mit ein paar Freunden Pokémon Gajinkas machen, allerdings... kann ich wegen meinen Händen gerade nicht nähen und ja, habe dann gesagt, ich kann nicht, weil ich werde es nicht schaffen durch die Hände, weil es einfach schmerzt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade keine Bandage drum um die linke, weil die letzten 2 Tage wohl besser war und jetzt merke ich aber gerade schon wieder, ach, ich muss gleich erstmal wieder deine Bandage da drum tun. Und ja, Japan-Tag werde ich dann also irgendwas anderes anziehen, was ich schon hier liegen habe, keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, ob ich Len aus Final Fantasy nochmal mache, weil ich sie gerne getragen habe. Oder ja, mal schauen, was ich sonst noch so im Kleiderschrank habe, was vielleicht wettertechnisch dann auch angepasst ist. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder und dann bis bald.